Kirche zu Hause und unterwegs. Es ist wieder Zeit für die Laudes, für unser Morgengebet. Heute haben wir den 6. September. Es ist noch früh am Tag. Und trotzdem möchte ich gerne Ruth, Gideon und auch allen, die Joshua heißen, aber auch Verena, recht herzlich zum Geburtstag gratulieren. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen auf die folgenden Sätze. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Steigen wir nun ein mit dem Hymnus. Verleih uns, o Herr, dass die Ohren, die deinen Lobpreis gehört haben, verschlossen seien für die Stimme des Streites und des Unfriedens, dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben, auch deine selige Hoffnung schauen, dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben, hinfort die Wahrheit bezeugen, dass die Füße, die in deinen Vorhöfen gestanden haben, hinfortgehen auf den Wegen des Lichtes, und dass die Leiber, die an deinem lebendigen Leibe Anteil gehabt haben, in einem neuen Leben wandeln. Dir sei Dank für deine unaussprechliche Gabe. Ein Text aus einer südindischen Liturgie, übersetzt von Rüdiger von Voss sowie Ellen und Gerhard Ringhausen. Hören wir Psalm 97. Der Herr ist König, die Erde frohlockt. Freuen sollen sich die vielen Inseln. Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel. Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Throns. Verzehrendes Feuer läuft vor ihm her und frisst seine Gegner ringsum. Seine Blitze erhellen den Erdkreis. Die Erde sieht es und bebt. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Antlitz des Herrschers aller Welt. Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, seine Herrlichkeit schauen alle Völker. Alle, die Bildern dienen, werden zu Schanden. Alle, die sich der Götzen rühmen, vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Zion hört es und freut sich. Judas, Töchter jubeln, Herr, über deine Gerichte. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde, hoch erhaben über alle Götter. Ihr, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er behütet das Leben seiner Frommen. Er entreißt sie der Hand der Frevler. Ein Licht erstrahlt den Gerechten und Freude den Menschen mit redlichen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn und lobt seinen heiligen Namen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Ewiger Gott, du willst im Dunkel wohnen und hast es doch erhellt. Stärke uns durch die Kraft deines Wortes und lass die Völker deine Herrlichkeit schauen. Amen. Die Lesung kommt heute aus dem Römerbrief, Römer 8, 35 bis 37. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Wort des lebendigen Gottes. Beten wir gemeinsam das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns
einen starken Retter erweckt. Im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden durch die barmherzige Liebe unseres Gottes. Wird uns besuchen, das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dient dem Herrn in Heiligkeit, denn er befreit uns aus der Hand unserer Feinde. Bringen wir nun die Fürbitten vor Gott. Jesus, du hast die Gottesschaft verkündet und trägst den Deinen auf, die Menschen mit der Güte des Vaters vertraut zu machen. Wir bitten dich, auf dein Wort lass uns bauen, dass deine frohe Botschaft uns prägt und uns zu glaubwürdigen Zeugen macht. Auf dein Wort lass uns bauen, dass wir uns als Christen nicht verstecken und mutig unsere Netze auswerfen. Auf dein Wort lass uns bauen, dass wir den Menschen verbunden bleiben, die uns nahe gekommen sind. Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen. Zum Morgengebet gehört natürlich auch das Vaterunser, das wir jetzt gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gütiger Gott, lass es hellen Tag werden in unseren Herzen, damit wir nicht in die Irre gehen, sondern auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Jeden Morgen 10 Minuten beten, tut nicht weh und dauert wirklich nur 10 Minuten. Das war die Laudes für heute Morgen. Ich wünsche einen schönen Mittwoch und wir bitten nun um den Segen des Herrn. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ich bin Oliver Kelch und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Überall da, wo es Podcasts gibt. Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu. Immer anders. Der KW Kirche Podcast. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.